eToro präsentiert den Spieltagscheck. Ja, moin und herzlich willkommen zum Spieltagscheck vor dem Stadtderby gegen den FC St. Pauli. Ja, auf ein neues möchte man sagen. Es ist wieder alles angerichtet. Freitagabend, 18:30 Uhr, Flutlichtspiel. Wir sind heiß. Die ganze Stadt ist im Derbyfieber und einem, dem es sicherlich ähnlich geht als echten Hamburger Jung, der steht heute neben mir und das ist Josh Wagnermann. Moin Josh, moin, schön, dass du da bist. Ja Josh, bevor wir über das Derby sprechen, wollen wir natürlich erstmal über deine Gesundheit sprechen. Du hattest einen Muskelfaserriss, warst lange raus in der Vorbereitung, konntest die ersten Saisonspiele nicht mitmachen, deswegen aus aktuellem Anlass, wie geht's dir gerade? Also mir geht es soweit einmal frei, also gut soweit und ich denke, dass ich jetzt auch wieder einsatzfähig bin. Und ja, warte jetzt auf meine Spielzeit. Ich habe schon gesagt, du hast viele Teile der Vorbereitung verpasst. Da geht es ja immer so ein bisschen darum, Kondition zu holen, Spritzigkeit. Auf was für einem Level bist du aktuell? Konntest du das aufholen, was du verpasst hast? Ja, ich denke mal, ich bin einer, der jetzt mit Kondition jetzt nicht so Rückschlag bekommt. Aber ich denke, dass ich das jetzt auch in den letzten Wochen wieder reinbekommen habe durch intensive Training. Und ja, ich denke, ich bin jetzt wieder in guter Verfassung und hoffe, dass ich dem Team helfen kann. Du hast jetzt gegen Braunschweig dein Mini-Comeback, sage ich mal, gefeiert. Es gibt sicherlich jetzt schlechtere Spiele, als so ein richtiges Comeback zu feiern, als das Stadtderby am Freitag. Du bist sicherlich heiß, oder? Ja, natürlich, als richtiger Hamburger. Natürlich bin ich heiß auf solche Spiele und ja, freue mich darauf. Okay. Ja, gut, danke Josh. Erstmal zu deiner Gesundheit und dann schauen wir uns aber erst einmal an, was so in der vergangenen Woche passiert ist. Wir schauen zurück auf den DFB-Pokalsieg gegen Braunschweig und das machen wir wie immer in unserer Rubrik Unser HSV. Freitag, der 13. Für viele Menschen ein vermeintlicher Unglückstag. Anders sieht es bei unserem HSV aus. Er verlor bisher kein Spiel in der Bundesliga-Geschichte an jenem Unglückstag. Beim letzten Duell an einem Freitag, den 13. im Jahr 2007, siegte der HSV durch einen Last-Minute-Treffer von Paolo Guerrero in Mönchengladbach. Dennoch beschwört unser Cheftrainer Tim Walter vor dem Stadtderby andere Dinge als den Aberglauben. Also wer selbstbewusst ist, glaubt an seine eigene Stärke und nicht an Aberglaube. Und das andere, wir werden genauso ins Spiel gehen, was uns die letzten Spiele auch ausgezeichnet hat. Also, dass wir viel Dominanz haben wollen, dass wir intensiv sein wollen, dass wir Bereitschaft zeigen und dass wir mutig sind. Weil das wird es auch am Wochenende oder am Freitagabend wieder ausmachen, weil wer da keinen Mut an den Tag legt, der wird den Kürzeren ziehen. Den Kürzeren gezogen hat am vergangenen Wochenende Eintracht Braunschweig. Dennoch war unser Coach beim 2:1-Sieg über die Löwen und dem damit verbundenen Einzug in die nächste Pokalrunde nicht mit allem zufrieden. Kritik ist gut und ist dafür da, den Jungs bewusst zu machen, was vielleicht nicht ganz so in dem Sinne war an dem Abend. Das bezieht sich aber immer auf uns, also als wir, als den HSV, als die Mannschaft. Da geht es nie um Einzelne. Sondern das versuche ich dann schon und da beziehe ich mich mit ein, im Groben und Ganzen zu lassen. Das werde ich auch immer so tun. Ich werde es aber auch auf den Punkt bringen. Aber intern wird dann schon ganz klar angesprochen, was Sache ist. Diese Dinge galt es auch in dieser Trainingswoche umzusetzen und gewappnet zu sein für das Derby. Neben den verletzungsbedingten Ausfällen von Robin Meissner, Stefan Ambrosius und Tom Mickel verließ außerdem Klaus Jasula den Verein in Richtung Darmstadt. Gegen St. Pauli ebenfalls nicht mit dabei sein wird Neuzugang Marco Johansson, der erst frisch zum Team gestoßen ist. Dennoch ist die Marschroute für das Spiel klar. Die Grundtendenz und die Grundeinstellung wird sein, ja, dass wir alles reinhauen, ja, dass wir versuchen, Leidenschaft natürlich auf den Platz zu bringen, Intensität auf den Platz zu bringen. Das sind Grundtugenden, die erwarte ich eigentlich von meinen Mannschaften, die muss aber jeder Trainer von seiner Mannschaft erwarten. Und dann, wenn es dann darum geht, ob dann das Glück vielleicht auf die eine oder auf die andere Seite ausschlägt, ja, da kann man nicht davor gewappnet sein. Aber letztendlich die Grundtugenden, glaube ich schon, dass wir das versprechen können, dass wir die auf den Platz bringen. Und wenn unsere Jungs dieses Versprechen einlösen können, benötigt es an jenem Unglückstag auch keinen Aberglauben mehr.
Ja, Josh, auch mit dir möchte ich noch mal kurz einen Blick zurückwagen auf das DFB-Pokalspiel gegen Braunschweig. Das war ein richtig harter Kampf. Es ging hin und her, so eigentlich typisch für eine erste Pokalrunde. Wie hast du das Spiel von draußen erlebt? Ja, ich denke, es war nicht einfach gegen Braunschweiger mit Fans im Rücken. Und man hat gemerkt, dass sie uns ein bisschen schwer getan haben bei einem Spiel. Aber ich denke, erste Runde, 2-1-Sieg mit seinem Gegner, muss man erwarten, dass es so kommt. Ich denke, haben wir ganz okay gemacht. Also du sagst es, wir haben es gepackt, eine Runde weiter. Das ist halt das, worauf es ankommt im Pokal. Sind solche K.O.-Spiele für euch nochmal was ganz Besonderes, weil es so do or die ist? Es geht um alles? Ja, natürlich, also ich würde mal sagen, in jedem Spiel geht es um alles. Auch wenn es Freundschaftsspiel ist, trotzdem alles reingeben oder im Pokal. Und ich denke, ja, so können wir darauf aufbauen im Pokal und die guten Dinge aus dem Spiel mitnehmen. Ja, um einiges geht es auch am Freitag. Wir spielen das Stadtderby gegen St. Pauli. Du hast deine ganze Jugend beim HSV verbracht, bist ein echter HSVer, hast dementsprechend auch schon einige Stadtderbys in der Jugend gespielt. War es damals auch immer schon was Besonderes, dann gegen den Stadtnachbarn zu spielen? Wie hast du diese Spiele damals wahrgenommen? Ja, natürlich. Früher habe ich sehr oft gegen St. Pauli gespielt. War auch natürlich immer heiß, wollte jedes Mal gegen die gewinnen. Also war schon auch so ein gewisse Anspannung da, dass man das Spiel auch unbedingt gewinnen will, dass man die Nummer 1 ist hier in Hamburg und ja, das wollen wir auch zeigen am Freitag. Wie hast du das so außerhalb der Mannschaft damals erlebt? Dein Kumpel Jonas David hat unter der Woche gesagt, es fühlte sich irgendwie damals schon an, als würde man vor vollem Haus spielen, weil einfach deutlich mehr Zuschauer dabei waren. Wie hast du das so empfunden? Ja, das stimmt. Früher, auch wenn jetzt nicht so viele Zuschauer da waren, waren es aber trotzdem dann viele Bekannte oder, keine Ahnung, Kollegen dabei und haben uns angefeuert oder uns unterstützt und ja, das merkt man, dass diese Spiele besonders sind und extrem interessant. Ja, voll wird es auch am Freitag am Millerntor. Es sind rund 10.000 Zuschauer erlaubt. Gott sei Dank, muss man sagen, sind wieder Zuschauer da und diesmal auch wieder Gästefans. Rund 700 werden es sein, nicht so viele, aber wahrscheinlich werden die trotzdem gut für Stimmung sorgen. Wie wichtig ist das für euch, dass ihr endlich wieder vor Zuschauern spielen dürft? Ja, ich denke, natürlich freut man sich, wenn die Fans wieder im Stadion sind, dass wieder eine gewisse Atmosphäre da ist und ja, die auch mal einen pushen, sage ich mal, als auch positiven oder negativen, aber lassen uns davon nicht beeinflussen und kämpfen dagegen an. Ja, die Fans werden sicherlich ohnehin schon für genug Kampfansagen sorgen. Das bleibt vor so einem Stadtderby nicht aus. Es gab aus dem Pauli Laber auch unter der Woche viel Lob, gerade für die Spielphilosophie von Tim Walter. Du musstest dich ja jetzt auch daran gewöhnen. Was macht deiner Meinung nach so den Tim Walter Fußball aus für dich? Na, ich denke, das ist kein Standfußball. Jeder sollte sich bewegen, immer anspielbar sein und neue Positionen laufen und ja, den Ball immer haben wollen. Und halt Fußball spielen, zocken und ja, ich denke, das macht die Mannschaft soweit gut und ja. Wir konnten ja erkennen, gerade für euch Verteidiger ist das Spiel ja auch irgendwie besonders. Ihr taucht dann auch mal vorne in der Spitze auf. Musstest du dich da irgendwie auch umstellen oder ging das für dich relativ schnell, weil es dir auch entgegenkommt? Ja, ich denke mal, natürlich muss man sich ein bisschen umstellen, aber ich denke, das kommt durch die Zeit wieder rein und ist nur Gewöhnungssache und ja, passt. Wie ist das mannschaftstaktisch? Das dauert sicherlich auch, um das alles zu verinnerlichen. Wie siehst du euch da? Wie ist da so der Stand? Wie weit seid ihr da schon? Ja, ich denke, in der Vorbereitung haben wir ganz gut gearbeitet, haben das alle ganz gut reinbekommen, haben gute Dinge gesehen beim Training oder in den Testspielen. Und ja, ich denke, man kann auch Ansätze sehen in den Spielen jetzt schon, dass es einigermaßen gut funktioniert. Ja, die Ansätze wollen wir dann bestenfalls Freitag auch sehen. Die Marschroute ist klar für das Spiel. St. Pauli ist nichtsdestotrotz auch gut in die Saison gestartet, hat auch 4 Punkte geholt, hat im Pokal jetzt gewonnen. Wie siehst du den Gegner? Was kommt da auf uns zu? Ja, ich denke, St. Pauli ist auch eine kämpferische Mannschaft, vor der man sehr aufpassen muss, auch im Umschaltspiel. Und ja, ich denke, da müssen wir halt wach sein und aufmerksam und ja, die Wege mitgehen und dort halt stets auf der Hut sein. Ja, Josh, vielen Dank für deine Einschätzung. Du hast die wichtigsten Faktoren genannt, die Marschroute ist klar. Ihr seid gut vorbereitet und das ist unsere Redaktion natürlich wie immer auch. Die hat sich nämlich genauestens mit St. Pauli, unserem kommenden Gegner, beschäftigt. Und was da so Wissenswertes herausgekommen ist, das seht ihr jetzt wie immer im Gegnercheck.
Mit 4 Punkten aus den ersten beiden Saisonspielen sowie dem Erreichen der zweiten Runde im DFB-Pokal ist der Saisonauftakt für den FC St. Pauli durchaus gelungen. Dabei zeigten sich die Paulianer gerade im DFB-Pokal sehr effizient vor dem Tor. Trotz einer Torschussstatistik von 45:11 zugunsten des FC Magdeburg gewann das Team von Timo Schulz mit 3:2. Großen Anteil am erfolgreichen Saisonstart hat auch Stürmer Guido Burgstaller. Er traf in den ersten 3 Pflichtspielen 3-mal. Auch die Defensive um den neuen Torhüter Nikola Vasil zeigte sich bisher in der Liga sattelfest und kassierte dort noch kein Gegentor. Allerdings muss der Stadtteilklub auch einige Abgänge kompensieren. So kehrten mit Omar Mamouche und Rodrigo Salazar, 2 Leistungsträger der vergangenen Saison, St. Pauli den Rücken. Ja, Josh, auch in dieser Saison gehen wir wieder in die traditionelle Crunch-Time. Du kennst sie bereits aus der vergangenen Saison, da warst du schon einmal zu Gast, hast da 4 Punkte holen können. Meintest, glaube ich, selber, dass da noch Steigerungspotenzial ist. Von daher schauen wir mal, ob du das heute toppen kannst. Ferro führt im Moment in dieser Saison mit 7 Punkten. Also mal schauen, wie lange er da noch an der Spitze thront. Du kennst die Regeln bereits. Für unsere neuen Zuschauer lese sie nochmal vor oder gebe sie durch. Du hast 60 Sekunden Zeit, den Ball hochzuhalten. In der Zeit stelle ich dir Fragen zu deiner Karriere, zur zweiten Liga und so weiter. Im besten Falle beantwortest du alle Fragen richtig. Wenn du etwas nicht weißt, dann sagst du einfach weiter, dann gehe ich zur nächsten Frage. Und wenn dir der Ball runterfällt, dann stoppen wir die Zeit und gucken, wie viel du erreicht hast. Alright, wenn du keine weiteren Fragen hast, dann starten wir auf mein Kommando. Auf die Plätze, fertig, los. Wer ist der aktuelle Tabellenführer der zweiten Liga? Weiter. Weiter, okay. KSC. Wie viele Pflichtspieltore hast du in deiner Profikarriere bislang erzielt? 3. Korrekt. Mit wem hast du in deiner Fußballkarriere am häufigsten gemeinsam auf dem Platz gestanden? Jugend und Profi. Jugend und Profi. Fiona Savit. Korrekt. Welcher Ex-HSVer trug vor dir die Rückennummer 27? Nikolai Müller. Korrekt. Unter welchem Trainer hast du bislang die meisten Profispiele absolviert? Daniel Thun. Korrekt. Gegen wen gewann der FC St. Pauli in der ersten Runde des DFB-Pokals? Weiter. Magdeburg. Du hast in deiner Karriere schon mal eine rote Karte gesehen, richtig oder falsch? Falsch. Korrekt. Unter welchem Trainer hast du dein Debüt in der U17-Nationalmannschaft gegeben? Streichsbier. Christian Wück. Gegen welche Nationalmannschaft habt ihr in dieser Partie gespielt? Weiter. Guinea waren's. Das waren 5 richtige, wenn wir richtig besser gezählt haben. Zufrieden oder hättest du noch mehr wissen können? Ja, manche sollte ich schon wissen eigentlich, aber hatte ich gerade nicht auf dem Sender. Aber du hast deinen Score von letzter Saison getoppt, also schon mal gesteigert. Das war's gut. Alles klar, Josh. Dann danke ich dir für deinen Einsatz, für deine ausführlichen Antworten und natürlich dann viel Erfolg fürs Stadtderby am Freitag. Bringt die Punkte nach Hause, würde ich fast sagen. Holt sie in den Volkspark und wir sehen uns dann natürlich in der nächsten Woche wieder zum nächsten Spieltagscheck. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal ein gutes Spiel am Freitag. Drückt uns die Daumen, pusht die Mannschaft nach vorne und nie vergessen, nur der HSV. Moin HSV-Fans, jetzt hier unseren Kanal abonnieren oder hier ein weiteres Video anschauen.